Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück beim Citybus Manager. Hier in meinem kleinen Depot von Krian von Noob, ja. Und wir haben hier immer wieder mal so ein paar Probleme, weil es keine Busfahrer gibt. Das kennt ihr ja schon. 3 von 5 Sterne. Ein bisschen genauer wäre mir natürlich schon lieb gewesen. Wieder so diese... Ich verstehe das nicht. So, wir müssen hier pausieren. Das haben wir schon gemacht. Brauchen wir wieder einen Busfahrer, der weniger Stress hat. Xeva zum Beispiel. Haben wir hier nicht. Wenig Stress ist noch bei Barrett. Den könnten wir nehmen. Barrett wird mir nicht angeboten. Okay. Ansonsten haben wir hier... Hefsibar ist, glaube ich, auch nicht angeboten worden, oder? Nee. Tobi. Tobi könnte machen. Okay, Tobi darf machen. Wir haben aber aktuell keinen großen Bus. Wir haben aktuell keinen großen Bus zur Verfügung. Da warten wir mal, bis wir neue reinbekommen. Wir werden uns merken, dass Tobi den fährt. Da kommt einer rein. Wunderbar. Den kannst du haben, Tobi. Und wunderbar. Und los geht's. Du bist zwar noch nicht ganz perfekt, aber ist nicht schlimm. Bin zufrieden, hatte noch nie Probleme mit der von Noob. Das freut mich doch. Ja. Wir warten hier, bis die restlichen Karten verkauft sind. 600 müssen noch über den Ladentisch gehen. Oder über die Ladentische. Über die Busfahrer, Kabinentische, wie auch immer. Wir brauchen Tickets, 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 damit wir weiter forschen können. Und dann hier eben umbauen. Mehr Busse holen, andere Busse holen. Ich werde ein paar kleine Busse dann verkaufen. Zwar Verlust machen bei denen, aber ich brauche einfach dann Geld, damit ich mir mehr größere Busse holen kann. Und ich hoffe, dass ich hier irgendwie, wie ich so oft sage, andere Busfahrer kriege, weil ich finde die Auswahl, die mir hier zur Verfügung steht, nicht wirklich schön. Ja. Wollen deutlich höheres Einstiegsgeld als manche von mir bekommen. Ich müsste denen so viel mehr bieten, damit sie einigermaßen akzeptable Werte haben. Das sehe ich halt nicht ein. Weil bei mir ist halt wichtig, dass sie sowohl Freundlichkeit als auch Zuverlässigkeit an den Tag legen. Und zwar zu einem normalen Maße. Also mindestens hier leicht grüner Bereich wäre mir schon wichtig. Und ich kriege das bei keinem zusammen, egal wie viel Geld ich anbiete. Das ist halt dann so ein bisschen schwierig. Aber was soll man tun? Ich kann es nicht ändern. Ich muss damit leben, mit den Busfahrern, die ich bekomme aktuell. Notfalls müssen wir halt in den sauren Apfel beißen und schlechtere oder, naja, nicht passendes Personal einzustellen. Tut mir leid, dass du hier keine Tür hast. Das tut mir echt leid. Ich hätte gerne eine Tür hingebaut, aber es ging einfach nicht. Großes Lob an die von Noob. Dank euch komme ich jeden Tag pünktlich zur Arbeit. Schön, Normand. Das freut mich. Meine Busfahrer tun ihr Bestes. Ja, auch wenn sie anscheinend hier aktuell immer wieder Probleme haben, weil sie zu voll sind. Ich meine, dass der Schillerplatz halt ein großes Problem darstellt immer noch. Oder eventuell auch diese Weisenau-Linie hier. Bin mir nicht sicher. Aber ich meine, solange wir alles hinbekommen, bin ich ja zufrieden. Wir brauchen noch fast 300 Tickets, die verkauft werden müssen. Das schaffen wir heute noch. Wird wieder beschwert. Welches Ding ist denn genau das Problem? Ihr seid hier. Ja, Hauptbahnhof Volkspark. Guckt euch das an, ey. Das kriege ich aber niemals gefüllt. Da müsste ich den jedes... Oh. Alter Schwede. Wie kann es denn bitte sein, dass wir hier nur 59 Leute befördert haben in einem Bus, der ja eindeutig mindestens 75 Platz hat? Das verstehe ich nicht. Hey, wir haben das erreicht. Cool. So, das würde ich gern starten.
Das kostet mich nicht. Reparaturen dauern um 10% reduzieren. Das können wir wieder auch stornieren. Besseres Mitarbeiteressen nehmen wir auch mit. Das will ich noch nicht machen hier. Details zur Unternehmensbewertung haben wir. Schichtplan dauert noch lange. Spritverbrauch senken. Busverschleiß senken. Wir tun einfach alles erforschen lassen, was möglich ist. Wenn die Busse auf der Hallenbad Kostheim häufiger fahren würden, gäbe es die 5 Sterne. Ja, sorry, aber die Kostheim Schwimmbadlinie ist genauso konzipiert, wie es von mir verlangt wurde. Ich halte mich da nur an die Vorgaben, die ich bekommen habe, als ich den Vertrag unterschrieben habe. Und dementsprechend kein Problem, danke Teilen. Freut mich, dass wir die Besten sind. Das freut mich sehr. Okay, jetzt wird unser Betriebshof hier, die Erweiterung wird geforscht. Und wenn die fertig ist, können wir nämlich dann anfangen umzubauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie. Die Frage ist auch, wie groß wird das Gebiet werden? Und das wird dann wahrscheinlich in der Nacht sein, wenn die schnell genug erforscht haben alles. So, hier können wir erstmal reinigen, wenn du gerade da bist. Und dann wird eben die Nacht genutzt zum Planen des neuen Betriebshofes. Potenzielle neue Busse holen. Potenzielle Umbauarbeiten durchführen. Ich habe ein bisschen Angst, das hier wegzumachen, weil ich nicht weiß, was da mit meinem ganzen Lagersachen passiert. Also werde ich das Lager so lassen, maximal halt noch vergrößern, damit mehr Platz ist. Das könnten wir machen. Danke für die gründliche Reinigung der Busse vor jeder Fahrt. Es ist zwar nicht vor jeder... Ja doch, eigentlich schon ist es vor jeder Fahrt. Ich mache die Busse ja eigentlich schon ordentlich sauber immer. Darauf achte ich ja auch. So, die sind kurz davor, das zu erforschen. Oh, was war das jetzt? Ein kurzes Problem gehabt oder was war da los? Bin nicht ganz sicher. So, du bitte noch reinigen. Da können wir die Außensauberkeit noch mal herrichten. Die sind noch in Ordnung, würde ich sagen. Hier muss die Tankfüllung erhöht werden. Hier muss gereinigt werden. Da muss auch gereinigt werden. Du bist gar nicht benutzt worden. Du wirst getankt, jawohl. Du bist gut. Auch gereinigt und dann betankt werden. Du musst betankt werden. Die ist gerade frei geworden. Du musst gewaschen werden. Du wirst gerade gereinigt. Tanken wirst du gleich. Dich können wir auch nicht waschen. Forschung abgeschlossen. Reparaturen um 10% reduziert. Danke. Besseres Mitarbeiteressen. Wunderbar. So, Betriebsgelände vergrößert. Sollte erforscht sein. Ah ja, hier sieht man es. Wunderbar. Perfekt. Damit haben wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz und wir sind auch in der Nacht angekommen. Ich warte jetzt, bis alle meine Busse wieder da sind und dann geht es ans große Plan, weil dann weiß ich, wie viele Parkplätze ich brauche aktuell. In der Zwischenzeit machen wir hier noch die obligatorische Reinigungsorgie, damit alle meine Wagen eben, meine gesamte Flotte parat ist für den nächsten Arbeitstag. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Tanke da benutzt werden würde. Wird sie jetzt? Wusste ich, dass irgendwas da ist. Interessant, wie hoch das Interesse an öffentlichen Verkehrsnutzung ist. So, du musst hier gereinigt werden, bitte. Die Busse der Vonup fahren wirklich zuverlässig, ohne technische Störungen. Das spricht sehr für deren Wartung. Das hoffe ich doch. Sind inzwischen alle Busse wieder da oder sind noch welche unterwegs? Betriebshof fährt zum Parkplatz. Okay. In der Waschanlage auf dem Betriebshof fährt noch eine Schicht bis 21:20. Okay, das ist der letzte. Perfekt. Wenn der letzte Bus dann kommt, werden wir
mit der Planung voranschreiten. Befördere 17.000 Fahrgäste. Okay, das machen wir. Das mit dem Erweitern kommt noch. Keine Sorge. So, jetzt ist auch der letzte Bus da, glaube ich. Das müsste der gewesen sein. Betriebshof. Wird gereinigt. Genau, jetzt ist alles da. Wunderbar. Okay. Jetzt müssen wir vorausplanen. Was wollen wir machen und wie wollen wir es machen? Mir wäre es echt lieb, wenn ich hier weiter rauszoomen könnte. Wir haben jetzt auf jeden Fall relativ große Fläche, was schon mal gut ist. So, ich würde eigentlich erstmal alle Parkplätze löschen. Wir haben 2, 4, 6, 8, wobei du bist ein großer, gell? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleine Busse. Dann kommen hier ein paar von den 75ern, ein paar von den 87ern. Um den 81er Bus. So viele kleine Busse brauchen wir eigentlich nicht. Was würdest du mir denn bringen? Du bist fast gar nicht benutzt worden. 10.000. Was würdest du mir bringen? Bringst mir. Ich könnte dich für mehr verkaufen, als ich dich geholt habe. Ist schon mal ganz gut. So. Dann hätte ich dich hier gerne. Wir verkaufen mal zwei von den kleineren hier. Den nicht, das ist ein großer. Für dich kriege ich auch mehr, als ich bezahlt habe. Also machen wir das. So. Wo bringen wir was an? Das wird jetzt das große Plan. Das wird auch sicherlich längere Zeit beanspruchen hier. Wir machen erstmal alle Parkplätze weg. Erstmal alles weghämmern hier. Zumindest was Parkplätze angeht. Weil wir das komplett neu strukturieren müssen. Außerdem stehen dann die Busse auch nicht hier im Weg rum. Und ich habe ein bisschen optisch den Vorteil, dass ich mehr sehe, was eigentlich Sache ist. Also eine Idee war ja beim letzten Mal schon, dass wir die Waschanlage da unten hin machen, wo aktuell die kleinen Busse stehen. Das finde ich auch gar nicht so blöd, wenn wir das machen würden. Dann hätten wir nämlich die Waschanlage, die, die Werkstatt und die Tanke alles nebeneinander. Ziehen wir das jetzt erstmal alles weg. Die Busse kommen ja dann gleich wieder. Einmal wegräumen. Wir werden das Lager erweitern auch demnächst. Wir machen ein größeres Lager hier draus. Wir machen das hier bündig. Wir machen hier den Spind-Aufenthaltsraum Umkleide größer. So, jetzt die beiden kriege ich hier nicht weg. Wahrscheinlich, weil ihr noch benutzt werdet. Das ist aber nicht so schlimm. So, jetzt würde ich dich nämlich gerne hier hinbringen wollen. Damit hätten wir die beiden dort. Wobei wir ja... Ich weiß nicht, ob wir bei der... Bei der Tankstelle, bei der Waschanlage eine große... Nee, das haben wir gemacht, eine große. Tankstelle gibt es nur eine, also ist das okay. Hebebühne. Das ist dann... Wo gehört das hin? Ist das Halle? Ich glaube, das hier ist Halle, oder? Ja, das ist Halle. Dann machen wir hier nämlich eine Tür hin. So, und dann würde ich nämlich gerne die hier hinsetzen. Darf ich nicht? Ach, wahrscheinlich, weil da kein Tor ist. So, warte. Wir machen das hier noch zur Halle. Das zur Halle. Wir machen hier noch Halle hin. So, und dann machen wir mal... Das machen wir hier hin. Das machen wir hier hin. Und dann hätte ich gerne noch ein Rolltor. Passt das hier rein? Jawohl. Dann können wir jetzt nämlich dich hier hin platzieren. Okay, du musst ein Stück nach da gehen. Ist nicht so schlimm. Hebebühne normal. Wunderbar. Ah, das bisschen, da gefällt mir jetzt nicht, wie das da absteht.
Also müssten wir das Ganze einfach eins nach da schieben. So, so, so. Das ist schon besser. Jetzt hoffe ich, dass ich das hier wieder... Nein, das würde ich nicht. Ich hätte dann gerne hier, ehrlich gesagt... Ach, jetzt habe ich Halle gebaut, ich Depp. Das muss weg. Kriege ich das hier so gelöscht, diese eine Reihe? Ich hoffe doch. So, die eine Reihe bitte gelöscht. Perfekt. Jetzt können wir nämlich da ein Lager das erweitern. Lagerraum bist du, genau. Nee, Lager bist du. Und mit das hier bündig. Dann können wir hier noch ein bisschen Regale reinstellen. Wunderbar. Da können wir nichts hinmachen, weil wir sonst keinen Raum haben, wo sie hin können. Machen wir hier noch hin. Eins dorthin und das war's, sonst kommen wir nicht zu den anderen Räumen. Dann brauchen wir einen für die Halle. Das hier müsste Halle sein. Erweitern wir. Dann ist das auch bündig und wir haben gleich Platz für mehrere Spinde, wenn es dann soweit ist. Damit ist das schon mal alles hier einigermaßen strukturiert. Tanke und Waschanlage hier. Hier die ganzen. Jetzt können wir hier eigentlich die Reihe von kleinen Parkplätzen machen. Für die kleinen Stellplätze. Eins, zwei, drei, vier. Ich würde fünf da hinkriegen. Lassen wir vielleicht erstmal sein, denke ich. Wenn wir die Straße hier um eins hier hinbringen. Ist hier dann Platz für kleine Busstellplätze? Ja, ist es. Oh, das gefällt mir. Dann machen wir hier kleine Stellplätze hin. Was allerdings auch heißt, wir müssen die hier erstmal wegbekommen. So, du musst weg. Und wenn du weg bist, bist du auch gut. So, jetzt sollte ich dich nämlich löschen können hier. Wunderbar. Zeit anhalten. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir löschen hier die Straße. Machen hier dann eine Reihe mit kleinen Parkplätzen hin. Und machen die Straße eben dahinter. Weil das passt hier gut hin. Busstellplatz klein. Zack, zack, zack. Zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, so viele brauche ich nur, oder? Lilian Schweiger bietet 5.960. Nope, sorry. Kann ich die sortieren? Ich glaube nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs, die wir haben. Zwei, die sind verkauft. Zwei, vier, sechs, sieben. Wir lassen mal einen extra. So, jetzt könnten wir hier nämlich dann die weiteren Busse parken. Ich überlege gerade, ob es vielleicht schlau ist, noch eine zweite Tankstelle hier hinzustellen. Tankstelle und Waschanlage. Dass wir zwei von denen haben, dass wir eben parallel mehr machen können. Was aber auch heißen würde, die Tankstelle wäre hier schlauer. Wenn wir hier zwei Tankstellen und hier, hier zwei Waschanlagen und da zwei Tankstellen. Ich glaube, das ist gar nicht so blöd. Also tun wir dich hier mal wegnehmen, setzen dich hier hin, bauen dann hier noch eine Waschanlage, allerdings eine große hin, weil wir haben ja auch große, nein, das meine ich nicht, Tankstelle hier hin und dann eine große Waschanlage hier hin. Dann haben wir das nämlich beides hier doppelt. Das heißt, wir können hier waschen und da waschen. Wir haben hier eine Hebebühne für große Wagen und zwei für mittlere und kleine. Das reicht erstmal. Wir haben zwei Tankstellen. Jetzt ist die Frage, passen hier mittlere Stellplätze hin? Jawohl, ja, guckt euch das an. Ist ja, als wäre das geplant gewesen. Sensationell.
Wie viel mittlere haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 6. Das heißt, die Hälfte haben wir schon mal. Und ganz kurz gucken. Machen wir so oder machen wir so? Ich meine, so passt es auch noch hin. Also können wir es so rumziehen. Jetzt müssten hier eigentlich auch noch die mittleren Stellplätze perfekt reinpassen, oder? Jawohl. Okay, weiter komme ich da nicht. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12 davon. Das sollte jetzt reichen, für alle Busse zu platzieren. Gucken wir mal ganz kurz, ob das stimmt. Dass meine ganze Armada sich hier jetzt hinstellen kann. Okay, wahrscheinlich mochten sie das nicht, dass das alles parallel gemacht worden ist. Wie das allerdings ausgehen wird, seht ihr erst beim nächsten Mal. Ich denke, dass erstmal so gar nicht so blöd ist. Wir haben jetzt zwei Tankstellen, zwei Waschanlagen. Wir haben jetzt hier mehrere Plätze für die Reparaturen. Vielleicht sollten wir noch über eine große weitere nachdenken, aber ich meine, gucken wir mal. Parkplätze gibt es hier auch erstmal. Und hier drüben können wir dann weitermachen. Weitere Parkplätze, vielleicht sogar auch noch mal eine Lackiererei. Gucken wir mal, was wir da noch machen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich bis zur nächsten Episode im City Bus Manager. Ciao.